So, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 3. Wir sind jetzt hier in der Personal Docking Bay. Hier müssen wir bestimmt reinfliegen. Wo bist du denn gerade? In der Personal Docking Bay. Ja, aber wo ist die Personal Docking Bay? Auf der anderen Seite. Wie sieht das Shuttle aus? Jetzt drück ich alt. Jetzt bin ich da. Der Backbord-Antrieb fehlt. In der Nähe der Greeley ist ein kleines Wrack. Könnte ein Shuttle sein. Das sollten wir uns mal anschauen. Seite. Log, machen Sie sich fertig. Hier? Sie kümmern sich um den Antrieb. Ich keine Ahnung, wo du bist. Hier aus. Ich bitte Sie ja nicht, Kunststücke vorzuführen. Warte, dann komme ich noch mal runter. Okay. Rosen, wir treffen uns dort. Wenn Sie es sagen. So, wo bist du denn jetzt hingeflogen? Wo bist du? Docking Bay, da ist die Docking Bay. Ich sehe es, ich komme. Ach da, ich hallo. Ich war ein bisschen zu hoch. Das geht ja gar nicht. Wo müssen wir, wie kommen wir denn rein? Hier oben, sag mal, bist du mir jetzt nicht hinterher geflogen? So. Jetzt müssen wir hier. Ach, muss ich nochmal machen. Hier müssen wir jetzt rein. Ah, hier ist er noch. Alles klar. So. Sehr schön. So, und weiter geht's. Wir erkunden die Terra Nova weit. CMS Terra Nova. Anzugstation. Ich geh einfach mal rein, vielleicht ist ja was passiert. Das ist auf jeden Fall ein Rig Upgrade. Upgrade deine Gesundheitspanzerung und Sauerstoffanzeige. Damit werden deine Trefferpunkte um 25 Punkte erhöht. Damit wird deine Panzerung um 5% geupgradet. Hab ich das auch? Ja. Ja, eigentlich, ne? Hände da, dann will ich auch nochmal eben reingucken. Ich würde sagen, ich mach das mal, ne? Weil meine Waffen gefallen mir gerade extrem gut. Halbleiter, 500 Halbleiter stecke ich jetzt in meinen Anzug. Ne, warte mal, das wird ja alles. Ich muss das bestimmt nacheinander machen. An denen kann ich bestimmt nicht. Vorheriges Upgrade benötigt, ja, okay. Ja. Und ja. So, das wird mir jetzt aber ein bisschen zu teuer. Dann habe ich nur noch 18 Halbleiter. Das mache ich jetzt nochmal nicht. Luft ist mir gar egal. Damit werden deine Trefferpunkte. Was ist denn mit Trefferpunkte überhaupt gemeint? HP. Ach so. Ach, das ist ja. Das ist ja richtig. Ricky ist das. So, mache ich gleich nochmal hinten dran. So. Schon korrekt. So. Ach ne, also was konnte ich da noch? Stase-Energie und Aufladezeit. Schaden und Reichweite deines Kinese-Moduls. Schaden, Reichweite, Schaden, Reichweite. Wann anders? Wir haben jetzt eben schon ein bisschen in unseren Anzug gesteckt. Was haben wir? Ich sagte, wir haben uns jetzt ein bisschen was in unseren Anzug gesteckt. Und Rig Upgrade, was wollen wir denn? Ach, machst du das jetzt auch noch? Ja. Warum ist das passiert? Warum ist das passiert? Warte auf Partner, ich kann nicht alleine fahren. So, haben wir denn eine neue Aufgabe bekommen? Laut Captain Norton ist die Crozier nicht flugtauglich. Es fehlen einige Hüllenteile und ein Backbordantrieb. Rosen sagt, er habe einen Ersatzantrieb aufgespürt, und zwar in der Nähe der Greeley, einem weiteren dieser verlassenen Schiffe, die hier herumtreiben. Auf der Greeley waren wir schon. Da waren wir schon, und es gab da ein paar Räume, in die wir nicht reinkamen. Ich mal fragen, müssen wir da jetzt rein? Glaube ich nicht. Ich glaube, wir können immer noch nicht in diese Räume rein und müssen die Sachen aus den Räumen holen, in denen wir schon waren. Oder das Spiel ist hier vorbei. So, Freunde, das war's mit Dead Space 3. Wir kommen hier leider nicht weg.
immer noch keine Aufzugmusik. Nazi-Zombies. Drauftreten. Grundsätzlich immer drauftreten. Kinder, wenn ihr Nazis seht, tretet auf sie. Ah, guck mal hier, wo wir sind. Wir sind jetzt im Cockpit. Eine Audio-Nachricht. Nachricht! Artefakt entdeckt. Oh. Bester Mann. Haben wir das nicht schon? Eigentlich schon, das kommt mir auch extrem bekannt vor. Offizierslog, Commander Valerie Deeds, heute riss die Wolkendecke auf und wir setzten die CMS Crozier ein, um die Gelegenheit zu nutzen. Während des ersten Überflugs erspähte die Crew inmitten eines zerklüfteten Kraters eine ungewöhnliche Felsformation. Lieutenant McAfee konnte Bilder von einer Reihe schneebedeckter Obelisken nahe der Spitze machen. Die Anordnung war chaotisch, wie man es auf einem solch stürmischen Planeten auch erwarten würde. Aber ihre Größe und Form sind nahezu identisch, wie zwei ineinander verflochtene Ranken. Für was steht denn bitte LCDR? Wenn ihr es wisst... Lieutenant Corporal... Ja, genau, wir vermischen einfach jeden Rang, den es gibt. Department, wenn ihr, Predator. Department, ja. Und Predator steht für R. Oh, ein R. Okay, verstanden. Nein, wenn ihr wisst, für welcher Rang L, C, D, R beschreibt, dann haut es in die Kommentare, es würde mich unglaublich stark interessieren. LCDR Busby litt während des Flugs unter spontan auftretenden Kopfschmerzen und verminderter Sehkraft, weshalb er vom Dienst befreit werden musste und sich später einer medizinischen Untersuchung unterziehen wird. LCDR. So, aber hier waren wir doch schon einmal. Ja, das kommt mir doch alles sehr bekannt vor. Ich bin auch gar nicht hin. Jo, dann mussten wir wohl doch in den dritten Stock. Steht leider nicht bei. Aber so haben wir das Artefakt nochmal gefunden, also war der Weg hier nicht umsonst. Korrekt. Dum, 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 dum. Wir fahren aber ganz schön lange vom zweiten in den dritten Stock. Keine Aufzugmusik, verdammt nochmal. Da waren wir auch schon mal. Nee, hier waren wir noch. Oh doch. Doch, da waren wir, aber hier rechts waren wir glaube ich noch nicht. Wie lang? Nein, müssen wir nicht. Hä? Hä? Das ist jetzt aber wirklich höchst seltsam. In welchen fucking Stock müssen wir denn? Dann fahren wir nochmal wieder zurück in den ersten. Ich gebe so einen Stock 9 3/4 oder so. Vielleicht, einfach durch die Wand rennen. Nee, bringt leider nichts. Hör auf mich zu drehen. Verdammte Kacke. Hallo, es reicht jetzt. Aua. Boah, können wir nicht mal da sein? Das nervt ja total. Stimmt, der unendliche Fahrstuhlbug. Wahrscheinlich. Ah, wir sind da. Jetzt müssen wir hier lang. Mussten wir hier überhaupt nicht her, da wo wir
Ey, ich glaub's nicht. Wir sind total falsch geflogen. Oh ne, tut mir leid, meine Freunde. Oh je. Ja, ich glaube, wir sollten uns ein Navi holen für die nächste Folge. 13. Ach so, oh, wir sind richtige Vollidioten, Mann. Wir müssen einfach hier, hier in dieses blöde Schiff rein. Hallo, kannst du dich nicht hinstellen? Nein, kann er nicht. Geöffnet. Geht er jetzt rein? Du musst Alt drücken. Hallo, bei mir geht. Ach doch, jetzt geht's. Dude. Los, rein da. Ich bin Steuermann. Wir sind ein wirklich guter Steuermann, Steuermann. Das kannst du doch noch gar nicht beurteilen. So, Terra Nova, aktuelle Position. CMS Greedy, da waren wir schon. CMS Roanoke, von da kommen wir. Und die CMS Brusilov haben wir noch nicht besucht. Erstmal zur Greedy, Reise fortsetzen. Brusilov. Hammer, gefällt mir. Ja. Wird bestimmt auch so ausgesprochen, so extrem süß. Das wäre das einzige süße Wort. Ja. In irgendeiner. Das Russische, ja, ne? Brusilov? Russ. Keine Ahnung. Kann ich mir vorstellen, ne? Wir kennen Russisch. Wahrscheinlich das einzig süße Wort, was. Also das einzige Wort auf Russisch, was sich süß anhört. Ach so, ja. Das kann natürlich gut sein. Sind wir da? Wir sind da. Ach ja. Ach so, da hinten. CMS Greeley. Hinter! Kapitel 7. Chaos. Was ist denn das für ein Ding? Denn? Einfach mal drauf schießen. Sauerstofftank. Ach so. Sie wollten einen Antrieb? Hier haben Sie einen. Das geht. Ist doch scheiße. Hier sind Monsters. Sind Sie immer so hilfreich? Hey, einige von uns wollen nach Hause, okay? Sag mal, ist hier eigentlich, das interessiert mich, ist hier irgendwo eine Mauer? Also eine Grafikmauer irgendwann? Mit Sicherheit. Ja gut, sind irgendwie Easter Eggs oder sowas. Keine Ahnung. So, da müssen wir hin. Ziel und drücke F. Um chinesische Objekte zu greifen. Ziele und drücke F, um chinesische Objekte zu greifen. Wie mache ich doch? Wo bist du denn überhaupt? Ich habe mir was geguckt, weil das da unverdächtig aussah. Ich komme jetzt sofort. Ich wette mit dir, dass wenn du hier den Sauerstoff-Dings auf maximal levelst, dass du hier irgendwas auf irgendeinem Trümmerteil was finden kannst, was höchst interessant ist. Ach, da müssen wir hin. Uiuiui, ups. Wo müssen wir hin? Da. Dann werde ich mir noch einmal ein bisschen Sauerstoff holen. Ich bin übrigens fast tot. Das müssen wir mal eben ändern. So ist schon besser. Da war ich doch erst. Ich wusste doch, irgendwas sieht hier komisch aus. Hä? Wo hast du dir Sauerstoff jetzt gerade geholt? An der Flasche? Ja. Ich hänge an der Flasche, mein Freund. Ja, bitte. Und damit? Hast du das beiseite einfach, oder was? Dann kann man die hier so drehen. Jetzt. Das nach vorne. Sie alles weitere allein? Ja, Clark. Ich bin kein Idiot. Und lassen Sie die Einspritzer fester einrasten. Ich will nicht, dass Sie sich mitten im Flug lösen. Arschloch. Okay. Okay, Leute, ich habe den Antrieb. Ist alles bereit? Leider nicht ganz. Wir werden wieder die Portale im Zirkus hin und her gestoßen, wenn wir versuchen, ohne Kurs durch die Atmosphäre zu navigieren. Und wenn wir die Flugschreiber aus diesen verlassenen Schiffen nutzen... Was greift mich denn hier an? Ach da! Die Sie genutzt haben. Ich suche außerhalb der Roanoke. Halten Sie Ausschau nach kleinen Satelliten mit 4 abstehenden Solarmodulen. Satelliten mit Solarmodulen. Alles klar. Wie sollen wir jetzt im Weltraum hier finden, ne? Wir leben hier jetzt irgendwie rum. Sehe ich das richtig? Da hinten müssen wir nicht, sehe es, aber ich will vorher meinen Sauerstoff haben. Hier ist doch bestimmt irgendwo Sauerstoff, oder nicht?
So, den habe ich jetzt erwischt. Mit Sicherheit ist hier irgendwo Sauerstoff. Meistens Sauerstoffstation. Sauerstoffstation? So. Nein, ich brauche aber unbedingt Sauerstoff. Buckle hat Sorge, dass unser Flug nach Tau Volantis bestenfalls ruckelig wird, schlimmstenfalls tödlich. Wenn ich einige Navigationsdaten der SCAF-Flugschreiber finde, sollten wir eine sichere Route durch die Atmosphäre programmieren können. Bisher habe ich null gefunden. Oh Mist. Ich habe einen, aber ich brauche unbedingt Sauerstoff. Ich kämpfe gegen so Weltraumviecher. Ah, da ist hier Sauerstoff, alles gut. Also wir müssen jetzt zurück zum... Da bist du. Da ist Sauerstoff. Siehst du, ich muss jetzt hier zurück zu diesem Raumschiff. Vielleicht musst du es wegbringen, was du gefunden hast. Ich habe ja nichts... Also ich dachte, ich hätte was... Das war das, was ich dachte, was ich gefunden habe. Das war aber anscheinend unser Raumschiff. Wo müssen wir jetzt hinfahren? Also ich muss jetzt dahin. Mir sagte er, ich muss zu CMS... Runoke. Und da 30er Flugschreiber finden. Ja, dann hin da. Ja, du musst da. Bist du drinne? Ja. Auf der Runoke, da kommen wir doch eigentlich her. Da waren wir doch. Ach nee. Da waren wir doch ganz zu Anfang. Ja. Dann sind wir auf die Greeley, dann auf die Terra Nova und jetzt wieder zurück auf die Roanoke. Aus. Na, dann mal los. Ach ja. Auf jeden Fall hier hätte ich gern etwas Radio. Auf jeden Fall diese Abschirmung für das Fenster vorne extrem cool. Also extrem cool. Bin hin. Hier der Eingang. Da. Oder? Hier, komm mit. Weltraummusik ist cool. Ich hab klassische Weltraummusik. Was? Piep, piep, piep oder was? Nein, da ist ab und zu so ein ganz ruhige. Was ist das für ein Gerät? Ach, das müssen wir einsammeln, oder was? Oder pass auf, hinter dir ist eine Mine, ne? Ich will ja nichts sagen, aber... Ich glaube, ich habe einen dieser Flugschreiber gefunden. Gut. In der Roanoke sollten noch mehr davon sein. Da hinten ist doch noch einer. Mal sehen, was ich finden kann. Ist doch Minen. Ist das der gleiche, an dem ich eben war? Hier ist auf jeden Fall... Also da ist auf jeden Fall noch ein anderer, den sehe ich von... Genau, schauen wir uns mal ein bisschen um. Das Tier ist das, ich glaube, das ist tot. Das ist aber nicht tot. Das ist aber verschwunden. Da ist auch einer. Da bist du gerade hin unterwegs, ne? Unten? So, wo ist das letzte Ding? Na super. Was ist? Na wo ist es denn? Du letzte Teil. Er hätte auch gesagt, einer ist in der Dings drinne. Oder nicht? Also es wird mir hier aber. Das ist gut. Ey, nicht weg. Mir wird der angezeigt, wo du schon dran warst. Genau, der wird mir auch angezeigt. Und der, wo du warst, der wird mir gar nicht angezeigt. Aua. Was im Textlog? Wie gesagt, er meinte erst, einer könnte noch drinnen sein. Vielleicht müssen wir für einen reingehen. Ja, aber wo rein? Wo ist rein? Hier rein? Da, warst du an dem schon? Einfach nachfliegen.
Scheint so, ja, und dem warst du wohl schon. Na super. Das ist bestimmt der, der mir angezeigt wurde, ja. Ey Leute, wo ist denn der? Tut mir irgendwie leid, dass wir hier gerade nur so blind durch die Welt laufen und nichts finden. Ah, ich hab ihn. Ah. Ellie, ich müsste genug Funkschreiber haben, um eine sichere Route zum Planeten zu rekonstruieren. Aber ich sterbe gleich. Ich auch, ich hab auch nur noch 100 Sekunden. Ich hab noch 40. Ja, das ist blöd. Scheiße, 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 scheiße. Schaff ich nicht. So, was müssen wir denn jetzt noch machen? Jeder dieser... Achso, warte mal, ich setze sie an einer Bank zusammen. Kannst du mir irgendwie Sauerstoff besorgen? Ich wüsste nicht wie. Da ist eine Flasche. Wie nehme ich was aus diesen Flaschen? Mit anvisieren F und dann, wenn du sie rangezogen hast, E drücken. Boah. Was waren? Ich hatte noch 10 Sekunden oder so auf der Uhr. Oh, ich habe inzwischen hier den Eingang gefunden. Da bist du. Aber ich habe selber nichts mehr auf der Uhr, nur noch 50 Sekunden. Jetzt komm schnell her. Hier so eine Flasche. Komm einfach her. Ja, okay, so geht's auch. Glück gehabt. Glück gehabt. Du, das war knapp. Das war echt super knapp. So, kann ich nochmal zwei Medipacks konsumieren? Nochmal schön reindrücken? Denn jeder weiß, atmen ist nicht vernachlässigen. So. So, jetzt aber pünktlich zum neuen Raumschiff würde ich sagen, das neue Raumschiff gucken wir uns in der nächsten Folge mal genauer an. Nach der Aufregung gerade in der Schwerelosigkeit. Machen wir so. Brauchen wir auch mal eine Pause. Sachen gibt's. Macht's gut. Macht's gut, meine Freunde. Haut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Let's play Dead Space 7. Bis dann.